Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Samsung Galaxy Tagebucheintrag Tag 5. Heute wollen wir uns ein bisschen die Kernels anschauen. Was ist ein Kernel? Was kann ich damit machen? Was für Kernel gibt es denn alles? Grundsätzlich, vielleicht zum Grundverständnis. Ein Kernel ist zuständig für die Schnelligkeit von eurem Handy, für die Akkulaufzeit und bietet auch noch diverse andere Features, die man mit einem Kernel nutzen kann. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, was für einen Kernel brauche ich? Ich habe die und die Firmware, was kann ich jetzt machen? Generell ist es so, dass ihr, egal welche Firmware ihr drauf habt, ob ihr jetzt Android 2.3.3 drauf habt, Android 2.3.4, ob ihr irgendeine Custom-ROM drauf habt, Lightning-ROM, Leomar-ROM, Exynos-ROM, egal was ihr auf eurem Gerät habt, ihr könnt immer einen anderen Kernel flashen. Und je nach Kernel verhält sich das System unterschiedlich. Es gibt keinen besten Kernel. Es gibt ein paar berühmte Kernels auf jeden Fall, aber es gibt eigentlich keinen besten. Jeder muss für sich selbst den besten herausfinden. Deswegen würde ich einfach mal ein bisschen rumprobieren. Bevor wir jetzt hier anfangen und ich euch erkläre, wie man einen anderen Kernel auf eurem Gerät flashen könnt, würde ich als erstes mal ein NAND-Read-Backup erstellen. Wie ihr ein Backup von eurem gesamten System mit der Clockwork Mod Recovery erstellt. Das zeige ich euch im letzten, habe ich euch im letzten Video gezeigt. Bei Tag 4 am Anfang seht ihr, wie man einen Clockwork Mod Recovery bzw. NAND Read Backup erstellt. Und wenn ihr dieses Backup habt, kann euch ja nichts passieren. Das heißt, ihr könnt munter rumprobieren und schauen, was auf eurem Handy so abgeht. Natürlich brauchen wir, um einen Kernel zu flashen, Odin. Ja, Odin haben wir hier runtergeladen. Ich poste den Link auch in der Videobeschreibung. Odin ist das Programm, um das Ganze zu flashen. Und ja, jetzt schauen wir uns mal die Kernels an. Was gibt es denn alles für Kernels? Ich habe in der Videobeschreibung alle möglichen berühmten Kernels verlinkt. Da hätten wir einmal den CF Brute Kernel. Den kennt ihr schon, habe ich schon im letzten Video vorgestellt. Das ist ein Kernel, der erste Kernel, der den Root-Zugriff direkt mitgebracht hat. Eigentlich der erste Kernel mit Root-Zugriff, den es für Samsung Galaxy S2, der für Samsung Galaxy S2 erschienen ist. Ein sehr berühmter Kernel. Viele Leute haben diesen Kernel installiert. Er bietet zwar keine besonderen Features, natürlich ist euer Handy automatisch geroutet, wenn ihr den Kernel installiert habt. Bedeutet, ihr habt Root-Zugriff. Ihr habt die App Super User, ihr habt die App Clockwork, Mod Recovery, könnt dann auch ein ganzes Backup von eurem System machen. Das ist eigentlich das größte Feature vom CF Root Kernel. Ihr habt dann CWM, also Clockwork Mod Recovery, und könnt dann ein NAND Read Backup von eurem gesamten System machen. Neben dem CF Root Kernel gibt es natürlich auch noch ganz, ganz verschiedene Kernel. Wir haben hier einmal zum Beispiel den Nymphetamine Kernel, auch ein sehr, sehr berühmter Kernel. Ja, viele Leute sind mit der Akkulaufzeit sehr zufrieden, mit der Smoothness von eurem Gerät, also mit der Schnelligkeit, mit der Flüssigkeit von dem Gerät, während ihr es benutzt. Der Nymphetamin-Kernel bietet außerdem das Feature zu Undervolten, bedeutet die Spannung von eurem CPU runterzusetzen. Da würde ich mich einfach mal ein bisschen einlesen. Da kommt auf jeden Fall auch noch ein Tutorial von mir. Der Nymphetamin-Kernel. Dann haben wir den ganz berühmten, den ich auch aktuell einsetze, den Speedmod-Kernel. Dieser Kernel ist im Endeffekt, bringt er auch natürlich Root-Zugriff und Clockwork Mod Recovery mit. Generell kann man sagen, alle Kernels, die ich euch heute hier vorstelle, bringen automatisch den Root-Zugriff und die Clockwork Mod Recovery mit dem ihr dann ein Android-Backup machen könnt. Also diese zwei Features sind eigentlich in so gut wie jedem Kernel bisher vorhanden. Der Speedmod-Kernel zeichnet sich auch natürlich durch sehr gute Akkulaufzeit aus, durch sehr gute Schnelligkeit des Systems. Und außerdem wird sogar der Bildschirm, das Display etwas schärfer bei Texten. Deswegen bevorzuge ich aktuell den Speedmod-Kernel. Es gibt da, wie gesagt, ganz, ganz viele. Wir haben hier noch den Rage-Mod-Kernel, der basiert auf dem Speedmod-Kernel, wurde aber ein bisschen modifiziert. Würde ich mich einfach auch mal ein bisschen einlesen in den XDA-Developer-Thread. Dann haben wir den Jeffrey-Kernel, der mittlerweile auch doch relativ bekannt ist. Amazing Battery Life, ihr seht es schon. Der Jeffrey Speedfray-Kernel basiert auch auf dem Speedmod, wurde etwas modifiziert vom Herr Jeffrey, beziehungsweise so heißt das Ding einfach, Jeffrey-Kernel. Den Lulz-Kernel haben wir auch noch, den habe ich euch auch schon vorgestellt. Mit dem Lulz-Kernel könnt ihr eure CPU etwas modifizieren, die CPU-States variieren. Einfach mal kurz einlesen. Und außerdem hier als letztes Beispiel noch den Mirage S2-Kernel, der auch diverse Features bietet, wie Overclocking, Undervolting und Co. Ja, was für einen Kernel soll ich jetzt installieren? Das werdet ihr euch vielleicht fragen und dann werde ich euch da sagen. Das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Ihr solltet einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ich werde es heute am Beispiel des Speedmod-Kernels probieren, denn dieser Speedmod-Kernel, den ich aktuell benutze auch, der ist wirklich sehr stabil, der läuft super, der hat noch nie Probleme gemacht. Man muss nicht groß irgendwas am System verändern, einfach nur den Speedmod-Kernel draufklatschen und schon läuft das Ganze. Deswegen werde ich euch heute den Speedmod-Kernel ein bisschen näher vorstellen. Wie können wir jetzt den Kernel installieren? Wie gesagt, egal was ihr auf eurem Gerät habt, es ist scheißegal was, ihr könnt jeden Kernel, egal was da davor steht, ob es jetzt für Android 2.3.3 ist oder für Android 2.3.4, es gibt natürlich auch vom Kernel verschiedene Releases, aber es spielt keine Rolle, ihr könnt jeden Kernel flashen. Wenn wir jetzt mal hier schauen im Speedmod-Kernel-Thread auf XDA, dann finden wir eine Beschreibung, Root and Clockwork Mod Recovery kriegen wir damit, das ist wunderbar.
scrollen mal etwas weiter runter. Hier sehen wir die Releases, immer T und dann 30, 31, 32 und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt hier etwas weiter runtergehen, steht hier Attached Files und dort können wir den aktuellen Speedmod-Kernel T39 runterladen. Das ist eine .tar-Datei und die flashen wir dann auf unser Gerät. Es spielt, wie gesagt, keine Rolle, was ihr für ein System auf eurem Android Galaxy S2 Gerät drauf habt. Ihr könnt jeden Kernel flashen. Wir wollen heute den neuesten Kernel vom Speedmod flashen, deswegen laden wir uns die Speedmod-Kernel-Datei runter. Das ist diese hier, ja, Speedmod Kernel S2K1T39.tar. Achtet darauf, dass es .tar ist. Wenn es eine .zip-Datei ist, dann müsst ihr vorher das Ganze noch entpacken, damit ihr die .tar-Datei bekommt. Wenn wir die .tar-Datei mal öffnen, dann sehen wir einfach nur dieses Z-Image. Das ist der Kernel und den wollen wir jetzt auf unser Gerät flashen. Das heißt, wir starten Odin. Haben wir hier runtergeladen, drücken auf die Excel, haben wir das bekannte Fenster. Und die Kernels, die müssen wir immer im .pda flashen. Bedeutet, wir klicken jetzt mal hier auf PDA. Gehen auf unseren Desktop und wählen uns hier den Speedmod-Kernel S2K1T39.tar aus. Klicken drauf, dann haben wir den hier eingebunden. Jetzt müssen wir unser Gerät noch in den Download-Modus versetzen. Ihr erinnert euch vielleicht. Das heißt, wir schalten unser Samsung Galaxy S2 komplett aus. Warten, bis es runtergefahren ist und versetzen es in den Download-Modus. Das machen wir auch gleich. Das Gerät fährt ja relativ ratzfatz runter. Natürlich warten, bis es komplett runtergefahren ist. Die Lichtchen unten blinken noch immer ein bisschen, bis es vibriert. Dann ist es komplett runtergefahren. Und jetzt gehen wir in den Download-Modus. Ich habe jetzt durch einen Kollegen sogar erfahren, dass der Download-Modus noch leichter zu erreichen ist. Ihr müsst im Endeffekt nicht alle Tasten gleichzeitig drücken, sondern ihr drückt einfach die Volume, den Volume-Button nach unten, den Power, den Home-Button, also den Volume-Button nach unten an der Seite, den Home-Button, die beide drücken wir, ja, und dann halten, und dann drücken wir einfach nur die Power-Taste noch zusätzlich. Das heißt, ihr müsst nicht alles gleichzeitig drücken, sondern ihr könnt schon direkt am Anfang den Volume-Down-Button und den Home-Button drücken und dann unten auf und dann rechts auf den Power-Button drücken. 3 Sekunden, bis euer Gerät angeht, dann lasst ihr los und schon seid ihr hier im bekannten Download-Modus. Hier müssen wir jetzt mit Volume-Up bestätigen. Das haben wir auch schon alles gemacht. Und dann haben wir hier dieses wunderschöne Fenster und sind im Download-Modus. Wir stecken jetzt das Gerät an unseren Computer. Wir gucken, dass der USB-Anschluss, das Kabel hier schön drin ist. Stecken es dran. Dann kommt das Treibergeräusch von Windows 7. Dann müsst ihr einen Moment warten. Dann kann es sein, dass er vielleicht noch irgendwelche Treiber installiert. Wir warten so lange, bis in Odin dann hier gleich das gelbe Fenster erscheint. Achtet darauf, dass hier die Haken gesetzt sind bei Auto Reboot und bei F-Reset Time. Hier bei diesen beiden Punkten darf kein Haken gesetzt sein. Und wenn dann das Ganze jetzt gleich losgeht, er muss gerade noch die Treiber installieren wahrscheinlich. So, das kann einen Moment dauern. Jetzt haben wir den gelben Button hier, wo COM3 steht. Bei euch steht vielleicht COM6 oder COM7, das spielt keine Rolle. Hauptsache der Button ist gelb. Unten haben wir hier hier die Statusmeldung Edit. Hier haben wir unter PDA, wie gesagt, die .tar-Datei vom Speedmod-Kernel T39 eingebunden und drücken jetzt einfach auf Start. Wir sehen in unserem Gerät, das Ganze funktioniert natürlich sehr schnell, der Kernel ist ja relativ klein. Sehen wir, wie die Leiste durchläuft. Das Ganze sollte nur wenige Sekunden dauern. Dann haben wir unten hier in Odin All Threads Completed, Succeed 1, Failed 0, wunderbar. Das Zeichen, das Feld ist grün in Odin. Und jetzt bootet unser Gerät neu und schon haben wir den Speedmod-Kernel drauf. So schnell geht das Ganze. Und ihr könnt auch natürlich überprüfen, ob alles geklappt hat. Wenn wir mal unser Gerät jetzt hier anlocken, dann können wir wie immer auf Einstellungen gehen. Dort scrollen wir runter auf Telefoninfo und scrollen runter und haben dann hier unter Kernel Version, ich hoffe, man kann es lesen, den Speedmod-Kernel. Wenn der Autofokus funktioniert. Ich hoffe mal, er hat funktioniert. Da steht dann auf jeden Fall Speedmod-Kernel T39. Und jetzt haben wir schon den Kernel drauf. Das war's. Und jetzt werdet ihr vielleicht, wenn ihr von einem anderen Kernel kommt, von einem langsamen Kernel, von einem Standard-Kernel, werdet ihr merken, oh, alles klar, jetzt ist das System wirklich schneller. Das war's eigentlich schon. Jetzt haben wir die ganzen Vorteile, die der Speedmod-Kernel bietet. Wir können das Telefon wieder abstecken und sind quasi fertig. Natürlich kommen sogar fast jede Woche kommt eine neue Version des Kernels raus. Die Kernels, die wirklich berühmt sind, da sind die Programmierer immer hinten dran und bringen immer neue Versionen raus. Aktuell war das jetzt T39, was wir geflasht haben. Wahrscheinlich kommt morgen schon T40, T41, T42 und so geht das immer so weiter. Und immer wieder wird der Kernel verbessert. Und immer wieder müsst ihr nichts anderes tun, als hier im Forum in dem richtigen Thread
hier zum Beispiel beim Speedmode-Kernel zu gucken und dann runter zu scrollen. Dort seht ihr das ganze Changelog, was hier getan wurde. In T39 zum Beispiel das Helligkeit-Level wurde modifiziert und ein paar andere Sachen. Und unten drunter seht ihr dann immer bei Attached Files die aktuellen Download-Links. Da wird vielleicht schon morgen T40 stehen. Die Entwickler sind, wie gesagt, relativ stark dahinter, um das Ganze weiterzubilden. Achtet darauf, dass ihr diese Downloads hier runterladet und nicht diese hier, weil hier sieht man auch For Developers, das ist für Entwickler. Also diese sind nicht für euch, sondern nur die hier oben unter dem ersten Post angehängt sind. So leicht könnt ihr alle möglichen Kernels flashen. Wie gesagt, es gibt verdammt viele. Die berühmtesten sind so Nymphetamine, Speedmod und CFroot. Alle drei von diesen berühmten Kernels bringen einen Root-Zugriff mit, bringen die Clockwork Mod Recovery App mit und ja, ist eigentlich relativ simpel das Ganze. Und ihr könnt, wie gesagt, mit jeder Firmware, egal was ihr installiert habt, ob ihr jetzt KH3 installiert habt, KG6 installiert habt, Android 2.3, Android 2.3.4, Lightning ROM, wenn ihr mein letztes Tutorial verfolgt habt, habt ihr vielleicht gemerkt, dass die Lightning ROM den Nymphetamine-Kernel nutzt. Wenn ihr sagt, okay, ich will mal was Neues ausprobieren, installiert euch ruhig mal den Speedmod-Kernel. Ich benutze ihn, wie gesagt, aktuell und bin wirklich sehr zufrieden. Und so könnt ihr allein dadurch, dass ihr diese Kernels flasht, könnt ihr allein schon sehr viel in eurem System verbessern. Das geht auch an die Leute, die vielleicht bisher noch gar nichts gemacht haben, die jetzt das System vielleicht KF6 oder KF3, ein ganz, ganz altes System, noch auf ihrem Galaxy S2 haben können, ohne Probleme natürlich den Speedmod-Kernel oder irgendeinen anderen Kernel auf euer Gerät flashen. Dazu braucht ihr keine Custom-ROM. Das geht auch mit der ganz normalen. Ihr müsst nichts verändern. Ihr habt keinen Datenverlust. Ihr müsst einfach nur den Kernel, so wie ich es euch eben gezeigt habe, drauf flashen und schon werdet ihr wahrscheinlich einen Unterschied merken. Wenn ihr natürlich jetzt zum Beispiel im CFroot-Kernel-Thread seht ihr vielleicht, da gibt es, wenn wir hier runter scrollen, ganz, ganz nach unten, gibt es verschiedene Kernels zu verschiedenen Firmwares. Hier zum Beispiel der CFroot-Kernel für KF1, hier der Root-Kernel für KE8, weiter unten finden wir einen Root-Kernel für KG2, für alle möglichen Android-Releases. Und im letzten Video hatte ich leider vergessen zu sagen, es spielt keine Rolle, welchen Kernel ihr draufflasht. Ihr könnt auch, obwohl ihr die Firmware KF3 habt oder die Firmware KG6 habt, könnt ihr immer irgendeinen anderen CF-Root-Kernel draufflashen, der vielleicht gar nicht auf dieser aktuellen Firmware, die ihr auf eurem Gerät habt, beruht, sondern auf einer ganz anderen. Das spielt, wie gesagt, keine Rolle. Natürlich ist es empfehlenswert, immer den aktuellen Kernel zu nehmen und den finden wir natürlich, wenn wir etwas weiter runter scrollen, nämlich hier zum Beispiel bei dem CFroot-Kernel, hier unter anderem die KH3, das ist die aktuellste Firmware von Android und da finden wir natürlich auch den aktuellen CFroot-Kernel. Ihr müsst nicht, wenn ihr keine aktuelle Firmware habt, wenn ihr irgendeine ältere Firmware habt, müsst ihr nicht zwangsweise euren CFroot-Kernel, euren passenden CFroot-Kernel hier raussuchen. Ihr könnt einfach den KH3-Root-Kernel flashen und könnt dann probieren, wie sich das Ganze verhält. Einfach immer auf dem aktuellsten Stand bleiben, ein bisschen lesen, ein paar Englischkünste sind zugegebenermaßen auch vorausgesetzt. Ich kann hier nicht alles erklären. Wenn ihr euch ein bisschen einlest im XDA-Forum, ich habe euch ja die Links in der Videobeschreibung gepostet, dann werdet ihr euch auf jeden Fall zurechtfinden, gehe ich mal davon aus. Und dann werden wir alle glücklich. Das war's soweit zu den Kernels zum Samsung Galaxy S2. Natürlich kommen auch immer wieder neue Kernels dazu. Am besten, ich empfehle euch, meldet euch auf android-hilfe.de an. Ihr kennt dieses Forum, ich habe es schon mal vorgestellt. So sieht das Ganze aus. Und da haben wir hier einen Bereich Root Hacking Modding für Samsung Galaxy S2. Und hier findet ihr, hier unten findet ihr alle möglichen Kernels. Wenn irgendwelche neuen Kernels rauskommen, seht ihr das direkt hier. Ihr müsst einfach nur darauf achten, ihr müsst hier noch auf Custom ROMs für Samsung Galaxy S2 gehen, noch auf einen Unterthread. Und hier findet ihr alle möglichen Threads, auch unter anderem natürlich auf Deutsch. Das ist ja nicht das XDA-Forum, sondern ein deutsches Forum. Und findet hier die Kernels hier mit dem Attribut hier vorne, Kernel. Seht ihr direkt, alles klar, das ist ein Kernel. Da klicke ich mich jetzt rein und guck mal, was die Leute dazu schreiben. Ja, also wenn ihr jetzt interessiert seid am Speedmod-Kernel oder am Nymphetamine-Kernel oder an irgendeinem anderen Kernel, klickt euch mal rein auf android-hilfe.de. Ich verlinke es euch nochmal in der Videobeschreibung, den Link. Dort findet ihr zu jeder Custom-ROM, zu jedem Kernel, zu jedem Update, alles Mögliche findet ihr in diesem Forum. Dort könnt ihr unter anderem natürlich, wie gesagt, wenn ihr euch für den Speedmod-Kernel zum Beispiel interessiert, seht ihr hier gibt es einen Thread zum Speedmod-Kernel mit 15.000 Klicks mittlerweile schon und keine Ahnung wie viele, 100, 242 Antworten und könnt einfach mal hier auf den Thread draufklicken und könnt dann mal ein bisschen lesen, zum Beispiel auf Seite 6 oder so, was die Leute denn darüber denken, wie die Leute den Kernel finden und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr natürlich auch unter anderem hier vorbeiklicken. Das war es soweit von mir. Falls ihr jetzt einen Kernel flasht und die Clockwork Mod Recovery App ist verschwunden bei euch im App Drawer, müsst ihr eventuell die Clockwork Mod Recovery nochmal einzeln neu installieren. Ich verlinke euch die Clockwork Mod Recovery auch nochmal in der Videobeschreibung für die Leute, bei denen die App einfach so weg ist. Aber ansonsten war es das soweit von mir.
von Tag 5 zum Samsung Galaxy S2 Tagebuch. Mal schauen, was als nächstes dran ist. Es gibt, wie gesagt, noch sehr viel zu behandeln. Als nächstes werde ich euch wahrscheinlich eine weitere Custom ROM vorstellen. Ich habe euch in Tag 4 schon die Lightning ROM vorgestellt und werde euch dann wahrscheinlich in Tag 6 meine Lieblings-ROM aktuell vorstellen, beziehungsweise ein paar andere ROMs, die auf jeden Fall empfehlenswert sind. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, viel Spaß und haut rein. Tschüss.